Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Temtem. Ja, ich wollte gerade die Folge vorbereiten, beziehungsweise hab die Folge vorbereitet. Ihr seht, ich habe Ganki ein bisschen nachgezogen und unser Starter habe ich ein bisschen weitergelevelt, halt kurz vor Level 20. Wollte wieder an die Stelle zurückgehen, wo wir aufgehört haben, und da kommt mir hier diese Weiterentwicklung entgegen und ich habe gedacht, okay, das nimmst du jetzt mal mit auf, weil den willst du auf jeden Fall besiegen. Denn er gibt bestimmt gut Erfahrung. Und damit sollten wir eigentlich Level 20 werden. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass wir dann so Richtung Entwicklung gehen oder so. Wäre natürlich sehr cool. Wir haben nicht mal das Level abgemacht. Ja, moin. Okay, aber ihr seht, es ist nicht mehr so viel. Und ich würde sagen, machen wir, bevor wir den Trainer machen, ich glaube, wir machen noch hier einen Wildkampf, um zu gucken, ob was mit Level 20 passiert. Ganki ist an für sich ganz okay, wobei der gerade eine Attacke erlernt hat. Alter Falter, die greift einfach mich selber mit an. Ich meine, wie der? Was soll das denn? So. Eben haben wir die Weiterentwicklung besiegt, jetzt schaffen wir natürlich auch noch die Grundform. Zack. Da gehen wir direkt mal drauf. Und der sollte jetzt eigentlich down sein. Wir kriegen die Erfahrung. Ich hoffe, es passiert was. Vielleicht nur eine Attacke oder so. Beta-Ausbruch. Okay, Damage 100. Eine mächtige Beta-Welle, die das Ziel mit subatomaren Teilchen bombardiert. Das klingt ja schon mal interessant. Ich glaube, dafür baller ich Telekinese-Schrapnell weg. Weil Psi-Welle ist gut, besser, oder? 61, 80. Braucht aber weniger Mana. Ich baller Telekinese-Schrapnell weg. So. Passiert was? Es passiert nichts. Wann entwickeln die sich denn? Oh Mann. Okay, dann gehen wir Richtung Trainer. Dann schauen wir mal. Hey, komm her. Dialog überspringen wir wieder. Das ist nichts Interessantes. Oh, nur ein Tem. Okay. Ist natürlich Beta-Ausbruch. Kann man sogar direkt einsetzen. Gut zu wissen. Der sieht nach Flug aus, oder? Komm, da ballern wir da mal drauf. Okay, es ist anscheinend ein Eistem. Mal 4, oh mein Gott. Okay. Ich würde sagen, bisher die spektakulärste Animation. Bei weitem. Das macht auf jeden Fall Spaß einzusetzen. Da kann man nichts gegen sagen. Hat so ein bisschen nach Hyperstrahl oder sowas ausgeschaut, ne? So, nächster Trainer. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, da sind jetzt nicht so viele Eistypen dabei. Komm schon. Wie machen wir das denn jetzt? Das ist bestimmt Wasser. Dann geht da Ganki drauf. Und du, Jung, kriegst nochmal einen Hyperstrahl ab hier. Ich mag das nicht, wenn immer nur so ein bisschen übrig bleibt. Mann. Ich wette, daraus kann ich ein geiles Thumbnail basteln. Level 17 schon. Da kommt schon das nächste. Ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ja, komm, Psi-Welle drauf da. Und du gehst auch down, bitte. Kala zu. Also ich muss sagen, an die Namen muss man sich echt noch gewöhnen. Ich weiß nicht, ob die es so machen, ob die in Englisch und Deutsch quasi gleich heißen. Oder ob die da auch verschiedene Namen haben, dass sie da so, ja, ich sag mal, Namen nehmen mussten, die in allen Sprachen irgendwo ein bisschen ausgesprochen werden können.
Naja, weil bei Pokémon war es ja anders. Da haben ja die verschiedenen Pokémon verschiedene Namen gehabt in den verschiedenen Sprachen. So, an für sich. Das, ey. Ja, moin. Das erinnert mich so ein bisschen an die blaue Edition. Wo man über diese Brücke musste, um zu Bild zu kommen, meine ich. So, wir hauen mal ab. Wir wollen natürlich nur hier die Trainerkämpfe machen. Guck, da ist jemand gewesen, der das weiterentwickelt hatte. Also, wenn er auf derselben Route ist, dann kann es ja eigentlich gar nicht mehr so lange dauern für uns, oder? Das wäre natürlich sehr cool. So, nee. Quatsch. Beta und Gleichstrom. Ich brauche eine coole Elektroattacke. Eine, womit ich mich nicht selber angreife. Das war jetzt gar nicht mal so viel, ne? Das war jetzt gar nicht mal so viel. Ich glaube, ich muss gleich auf jeden Fall mal... Ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Komm, du gehst... Nee, warte, warte, warte. Da drauf und gleich drum. Nice. Okay. Paharak. Ja, keine Ahnung, ob ich mir jemals die Namen merken kann. Ich finde allein die Aussprache von unserem Starter schon echt schwierig. Alter, wie viele Erfahrungspunkte. Ihr wollt nicht wissen, ich habe ja ein bisschen trainiert, um die Folge ein bisschen schmackhafter zu gestalten. Ihr wollt nicht wissen, wie lange das dauert. Also so außerhalb von Trainerkämpfen, man bekommt nicht viel Erfahrung, ne? Man bekommt einfach nicht viel Erfahrung. So, wobei, ja, so einen Einzelnen kann man eigentlich mal schön wegsnacken. Der kann dich dann nicht angreifen, so dass du Erfahrung verlierst oder so. Kommen wir da dran vorbei? Natürlich nicht. So, dann schauen wir aber mal. Giovanna. Ja, komm. Gogo. 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 Versteht ihr jetzt, was ich meine mit Frikadelle ans Ohr labern? Das ist ja unglaublich. Ich glaube, die bräuchten noch bei den Dialogen so einen Skip-Button oder so. Ja, komm. Zack, zack. Und... So, schauen wir mal, ob das Flugdinger sind oder nicht. Luali, direkt mal down. Das ist gut. Aha, es sind Flugdinger. So. Tuawei. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Komm, du gehst mal da drauf und du gehst da drauf. Da weiß ich nämlich... dass der Wind ist, haben wir nämlich selber. Haben wir nur gerade nicht in der Startformation. Das läuft ganz gut. Ich habe eigentlich gedacht, das könnte jetzt ein bisschen knapp werden, dass unsere Dinger down gehen. Und noch ein Tour bei Easy. Habe ich die 8? Die 8 habe ich. Komm, dann geht er mal drauf. Aber sollte auch so down gehen. Und zack, ist er down. Ich hoffe, der gibt jetzt nochmal gut Erfahrung. Ja, 74 ist okay. Ja. Ey, der hat ähnliche Haare wie ich, ne? So. Da gehen wir mal weiter. Ist hier noch irgendwas? Eine Kiste oder so? Ne, sieht nicht so aus, ne? Was willst du denn, Frau? Wenn du einen Kampf suchst, such weiter. Ich genieße hier den Sonnenschein. Einen schönen Tag. Ja. Ja, alles klar. Wie weit sind wir denn hier gekommen? Oh, das ist schon noch ein ganzes Stück. Vielleicht ist hier ja so eine Art Heilstation oder sowas. Wir schauen einfach mal. Lol. Das ist bestimmt so eine Special-Wiese, wo du irgendwas Seltenes fangen kannst. Weil hier kannst du nur hoch, wenn du irgendwie Kraxler hast oder so. Oder... Warte. Hier muss da irgendwas sein. Warum ist hier nichts? Hier ist so
Das Ausrufezeichen. Muss ich mit der sprechen? Hallo Reisender, wer bist du? Okay. Ja, wir gehen einfach mal weiter. Bisher schauen unsere Temps ja noch ordentlich aus. Hier scheint es aber schon wieder ein bisschen... Oh, das ist schon ordentlich, was wir noch da zurücklegen müssen. Aber... Aha! Da habe ich sie gesehen. Da kann man heilen. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis dahin. Wir haben auf jeden Fall noch so eine Flasche, womit man alles komplett heilen kann. Das ist ganz cool. Und wenn man diese Flasche benutzt hat, kann man... Wenn man seine Temps dann heilt, diese Flasche mit auffüllen. Man kann die dann wieder benutzen, wenn man auf der Route ist. Das ist ganz cool. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Komm, Junge. Geh einfach down. Er kann vor mir... Okay, nur starren. Starren ist okay. Das macht keinen Schaden. Was ich damit für ein Thumbnail machen kann, ne? Ach ja. Level 18, das ist cool. Noch ein paar Statuspunkte dazu bekommen. Das ist schon den... Kommt dann nicht vor. Ah. Haben sie tricky gemacht, die Leute. Genervte Bewohnerin. Die Namen sind aber auch... Naja. Oh. Der Junge hier sieht nicht schlecht aus, ne? Ich glaube, um dich müssen wir uns direkt mal kümmern. Mal 4! Ja, moin! Das heißt, der war doppelt effektiv, dann ist er mal 4. Das ist auf jeden Fall interessant. Nur die Hälfte trotzdem down. Easy! Nice. Aber der war nur Level 6, oder? Ach ja. Was willst du machen? So, du gehst noch eine Psi-Welle ab und Gleichstrom. Das sollte kein Problem sein. So läuft langsam ganz gut. So langsam habe ich so richtiges Pokémon-Feeling, wie du hier one-shotten kannst und so. Das ist ganz nice. Deswegen trainiere ich auch immer ganz gerne ein bisschen vor. Das heißt, ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Irgendwie... meiner Stadt ein bisschen festzusitzen und da dann gut was zu trainieren und so. Und dann gehe ich immer gerne durch die Routen einfach durch. Weil immer wieder so zurücklaufen und so, das ist immer ein bisschen, naja. So, hast du hier noch irgendwie eine Special-Karte für mich oder so? Salben. Ja komm, die Salben, die ballern wir mal. Ich hatte nämlich auch noch, meine ich, welche gekauft. 13 haben wir jetzt. Komm, dann braucht man da gerade nicht so sparsam mit sein. Und dann geht's in den nächsten Trainerkampf. Bin mal gespannt, was sie alles haben. Bitte werd nicht wütend. Irgendwas mit Frau, egal. Dich verkloppen wir auch. Immer diese Dialoge. Ich werde es einfach in der nächsten Folge nicht mehr sagen. Aber diese Folge zieh's noch durch. Was sollen diese Dialoge einfach? Ich verstehe es nicht. Jung, du gehst da drauf. Du gehst da drauf. Mal 2. Trotzdem nicht down. Das könnte ein Problem werden. Schüchterschild. Aber es ist kein Schutzschild. Okay. Kommt trotzdem durch. Ist aber nicht down. Flossenschlag. Hat keinen Schaden gemacht. Das ist okay. So, du da drauf. Oh, die hat noch 2 weitere. Das könnte ein Problem werden. Ah, ne, es sind ein paar, stimmt. Dann haben die jeweils noch einen. Aber mein Starter hat keine Mana-Punkte, glaube ich, mehr. Es sei denn, man bekommt jetzt ein paar mehr dazu, wenn man Level abgeht. Anscheinend schon, ich habe 9. Warum habe ich denn 9? So, wir machen trotzdem, ich weiß nicht, Tritt, bringt das was? Komm, wir probieren es einfach. Gleichstrom, wir hoffen, dass Tentacha down geht. Kalazu.
Kalatsu ist down. Nice. Und... Nein, giftige Sporen, ey. Immer wieder ein Genuss. So, geh einfach down, Junge. Geh einfach down. So, hier, Ganki bekommt auf jeden Fall noch einen Trank. Oder eine Salbe. Auch okay. Müssen aber erstmal gucken, ob überhaupt noch ein Trainer kommt oder nicht. Es sieht nämlich nicht so aus. Dann braucht man auch keine Salbe mehr verschwenden. Wie heißen die? Baby Pig? Piggepick. Ja komm, dann ballern wir die noch kaputt. Zack. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen Overkill. Aber egal, Erfahrung sind Erfahrung. Warte, warum habe ich jetzt so viel Schaden bekommen? Versteht das jemand? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oder ist das die besondere Fähigkeit oder was? Ist ja auch egal. Sind beide besiegt. Wir sind Richtung Center. Nein! Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ey, wenn der jetzt so ein kompletter... Okay, der hat nur ein einziges. Easy. Den haben wir eben schon gehittet. So, du kriegst... Level 20, Alter. Bitte greif nicht an. Bitte greif nicht an. Ja, ist okay. Ist okay. Müssen wir mit leben. Dann kriegt Tuwai auch noch ein paar. Nee, Tuwai. 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 Dann kriegt er auch noch ein paar Prozente ab. Ah ja, das stimmt. Der hat auch eine neue Attacke. Pass auf. Wir buffen den einfach mal kurz. Er macht ihn nicht down. So, zack. Ich habe gedacht, er macht den easy down, aber... Was willst du machen? Was willst du machen? So, 321 jeweils. Das ist ein bisschen was. War aber auch Level 20, ne? Also, darfst du ja auch nicht vergessen. Oh, hier ist aber ein bisschen was los, wa? So. Was kann man denn hier machen? Ah ja. Ja, hier habe ich so ein bisschen was gelagert, was ich schon mal gefangen habe. Es wird Zeit, Pause zu machen. Bla bla bla. Was verkauft die denn? Hab ich. Was macht man mit Duft? Ah, das ist quasi so ein, yeah, wie heißt das noch? Superschutz oder so. Ach, die Route geht hier noch weiter. Oh Mann. Jetzt kann ich hier immer heilen und so. Ah ja, Leute. Guckt euch das an, was es hier noch alles ist. Kämpfe, gar kein Problem. Wir kämpfen gerne auch noch. Ein Opa ist das. Oh, warte. Der ist entwickelt. Ukama wollten wir haben. Haben wir aber bisher noch nicht gesehen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich wirklich permanent mit der sehr mana-lastigen Attacke angreifen soll. Aber ich glaube, wir sollten den down machen. Denn ich glaube, der giftet, der Typ. Der giftet. Deswegen machen wir den direkt down. Dann haben wir das Problem nicht. Obwohl das Center ist ja direkt in der Nähe. Da kann ich ja dann direkt wieder heilen gehen. Aber muss ja trotzdem nicht sein. Wasserwerfer. Sieht schon cool aus.
So, Psi-Welle Jung kriegst ab und da du anscheinend auch Wasser bist, kriegst du auch direkt Strom ab. Ah, wäre das jetzt wild, ne? Wäre das perfekte Maß an Leben, was er noch hat. Wo kam er? Ach, hatte der zu wenig Mana oder was? Ja, so kann man auch eine Runde sparen, wa? So, wir heilen aber direkt wieder. Bringt ja nichts. Ach, gib mich auch einen Sack. Ja. Warum steht die davor? So, die Route ist doch schon sehr lang, ne? Also. Warte, die müsste ja jetzt hier eigentlich. Ne, ist sie noch nicht. Aber wir gehen auf jeden Fall noch bis zum Ende der Route, bis wir da sind, was wir nicht mehr sehen. Vielleicht geht sie ja da noch weiter oder wir sehen, wie lange sie dann noch ist. Okay. So. Level 14 beide. So langsam werden die richtig hoch, ne? Unsere Gegner. So, Gleichstrom und da drauf. Geh down, Junge. Er geht auf gar keinen Fall down. Gehst du down? Er geht auf keinen Fall down. Die greifen aber auch immer unseren Starter an. Jedes Mal. Du gehst da drauf, du gehst da drauf. Ich meine, hier war ein bisschen weniger Leben. So, Psi-Welle, reicht das? Es reicht, nice. Okay, dann bleibt nur noch eins übrig. Haben aber auf unserem Starter nicht mehr so viele Mana-Punkte. Okay. Du kriegst einen Tritt ab. Und Strom. Mal 4, easy. So soll es sein, Leute. So soll es sein. Ich war mir nicht mal ganz sicher, ob er es war. Aber. Also der mal 4 war. Aber sieht ja gut aus. LOL, wir müssen in eine Höhle. Alter Falter. Das wird auf jeden Fall interessant, Leute. Ich würde sagen, das ist aber der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich denke, wir waren sehr, sehr erfolgreich, diese Folge. Ich meine, das Team hat gute Levelsprünge gemacht. Ich denke, ich werde Tuvai auch noch ein bisschen weiter leveln, wobei ich nicht weiß, brauchen wir den überhaupt noch? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich habe jetzt hier mit Ganki noch einen Wind. Und zwei Wind wäre ja eigentlich ein bisschen Verschwendung, ne? Aber Elektro brauchen wir auf jeden Fall. Ja, unser Starter ist klar, das brauchen wir. Das ist halt die Frage, ne? Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Das war's jetzt aber für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir in der Höhle weitermachen. Freue ich mich drauf. Und ja, die ist relativ simpel, die Höhle. Und ja, eventuell können wir ja dann im Dojo antreten. Bin ich, wie gesagt, gespannt drauf. Das war's von mir. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.